9 nacheinander. Der australische Golfprofi James Mathis hat bei der VIC Open in seiner Heimat Geelong mit einer herausragenden Birdie-Serie einen Rekord eingestellt. Wie der US-Amerikaner Mark Kaltzer-Fekir im Jahr 2009 verbuchte Nittys 9 Schlaggewinne in Serie, der geteilte zweite Rang war nach der ersten Runde der verdiente Lohn. Bester von 3 deutschen Startern war Bernd Ritthammer auf Platz 32. Ich besitze sonst keinen Weltrekord, zumindest weiß ich nichts davon. Es ist ziemlich cool, dass ich das nun geändert habe, sagte der 36-Jährige, der in der Weltrangliste nur an Position 668 geführt wird. Auf Birdie Nummer 10 verzichtete er, Kaltzer-Fekir zuliebe. Ich hatte eine gute Chance, aber ich wollte ihm den Rekord nicht entreißen, sagte Nittys scherzhaft mit Blick auf den ehemaligen British Open-Champion Kaltzer-Fekir. Außerdem ist es viel besser, sich den Rekord mit einem Spieler wie ihm zu teilen. Nittys hatte seine Runde an Loch 10 gleich mit einem Birdie begonnen, an Loch 14 dann allerdings ein Doppelbogey notieren müssen. Ab dann begann die Serie, von Loch 15 bis Loch 5 folgten ausnahmslos Birdies.